Gott sei Dank segnen alle. Hallo. Ja, ich bin wie immer unterwegs. Ja, ich muss selber über meine Situation lachen. Manchmal laufe ich, weil es keinen Bus gibt, wie heute. Anstatt eine Stunde warten, kann man laufen. Ja? Und ich wollte mal so Bescheid sagen. Es wird ein neues Evangelisationsprojekt jetzt aufgerufen, den habe ich schon seit längerem vor. Allerdings, dieses Projekt ist ein kleines bisschen geheim. Bis jetzt habe ich es nur einer Person verraten und diese Person wird schweigen, das weiß ich. Dieses Projekt heißt Projekt Ninive. Mir gefällt es sehr. Es wird einigen ein paar Sachen dann natürlich aufzeigen. Ja, was eigentlich möglich ist, alles möglich ist, wenn man sich dem Herrn einfach mal in der Nachfolge hingibt. Was ist denn da alles möglich? Ja? Man grenzt sich. Tut mir leid wegen dem Lärm. Es ist wie immer. Die halten nicht an, nur weil ich am Predigen bin oder etwas zu sagen habe. Ist ja nicht wichtig, aber du weißt, was ich meine. Also, das, was ich mache, ist sehr interessant, sage ich mal. Ist nicht zu mich wichtig, Mann, aber ist ein extrem interessantes Projekt. Und es wird nur kurzzeitig sein. Und es wird überraschend sein. Und es wird sogar so sein, dass ich das erst in den Ferien einplanen kann. Ja? Vorher ist mir wirklich wichtig, dass ich Kanton Wallis und Berner Oberland, alles, überall, einfach alles hindurch gehen kann. Mit der lieben Schwester, die mit will, wenn sie mit kann. Ja, so sieht das aus, das ist das Hauptziel. Ja? Bis Innerschweiz, alles vom Berner Oberland, Kanton Thun dort überall, Wallis überall. Das ist alles schon eingeplant, wie weit ich sogar fahren muss. Also ich bin da eingeplant und ja, das wird gehen, das wird funktionieren. Aber das Projekt Ninive, das ist eine andere Kategorie. Das ist, glaube ich, extremste Motivation eigentlich für jeden, hoffe ich. Mich motiviert es so sehr, jetzt schon. Ich würde am liebsten jetzt losgehen, jetzt. Ja. Ich möchte immer weitergehen. Mich motiviert es. Ja. Morgen geht es weiter und da bin ich so sehr dankbar. Ja. Aber ich möchte die weitesten Orte eigentlich zuerst. Ja. Es liegt mir einfach so am Herzen. Keine Ahnung wieso. Es liegt mir einfach so am Herzen. Und ich werde bei Projekt Ninive etwas machen, was einige vielleicht nicht begreifen werden. Ganz ehrlich, das glaube ich. Aber es wird dir da aufzeigen. Ja? Denn Philipper 4,13 wird es dir aufzeigen. Ich sage es dir nicht einmal auf, du kennst es. So viel dazu. Das ist die neue Projektvorstellung. Schaue dann genau zu, was ich mache. Und dann wirst du Philipper 4,13 verstehen. Amen. Halleluja.